Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir befinden uns heute in Team Fortress 2, ein Spiel, in dem es ums Töten geht. Also ja, ein Shooter, einfach gesagt. Wie wir sehen, ja, ich habe Augen, können wir verschiedene Charakter auswählen. Zur Auswahl stehen Scout, Soldier, Pyro, Demoman, Heavy, Ingenieur, Medic, Sniper und Spy. Da es nichts Befriedigenderes gibt, als Gegnern beim Rennen zuzusehen, werde ich den Pyro nehmen, bewaffnet mit Flammenwerfer. Schauen wir mal kurz ins Charakterinterface und ziehen den Hut an, den wir eben gefunden haben. Wir haben den vermutlich einen Leiche entnommen und jetzt ziehen wir diesen an. Hier hat es noch andere Kosmetikplätze, aber wir haben ja nur einen Hut. Hätte lieber eine Maske. Zwei. Gleich geht's los. Und auf uns wartet auch schon der gegnerische Pyro. Nehmen wir also lieber die Shotgun. Lieber in den Fernkampf. Attacke! Stärke, Affen! Oh! Gleich der erste Kill. Ich bin der Killer. Ach, hängt mich für diesen Spruch auf. Und jetzt mit dem Flammenwerfer. Ich will verbranntes Fleisch. Einfach ein wenig herumrennen, alles verbrennen und so tun, als wüsste man, was man tut. Und dabei sterben. Enthauptet vom Schwert eines Demomanns. Das ist nicht fair. Ich will auch so ein Schwert. Am besten ein Flammenschwert. Gebt mir eins. Lasst eins fallen. Für die, die das Spiel nicht kennen, um was es hier geht. Blau gegen Rot. Wir, also Blau, müssen den Wagen mit der Bombe, den Schienen entlang, zur gegnerischen Base führen. Das tun wir, indem wir nebenher laufen. Und der Wagen dadurch angetrieben wird. Die Gegner versuchen uns natürlich, daran zu hindern. Das Verhindern gelingt diesen huttragenden, hässlichen Sniper jedenfalls sehr schlecht. Aber diese abgefuckten Ingenieurskanone umso besser. Swiss Cheese. Dein Name merke ich mir. Gleich geht es von dir, du Freak. Kacknoob. Glaubt man ja nicht. Beruhigen wir uns gut. Das Allerschlimmste in diesem Spiel sind die Spies, also auf Deutsch die Spione. Die haben verschiedene nervige Fähigkeiten. Einerseits können sie sich unsichtbar machen, aber sie können auch sich bekleiden als Verbündete und einem dann in den Rücken fallen. Das Praktische als Pyro, ich kann einfach sie entdecken, falls sie unsichtbar sind, und zwar indem ich ein wenig in der Luft umherfuchte mit dem Feuer. Oder auch wenn sie sich verwandelt haben, kann ich sie aufdecken, und zwar indem ich Verbündete anzünde. Also wenn sie dann wirklich brennen, weiß ich, dass es ein Spion ist und sonst ist es eben ein Verbündeter. Ja, ganz praktisch das Zeug, ne? Ja, ja, und so schnell ist man in 1000 Stücken auf dem Boden verteilt. Tolle Leistung. So, nachdem wir schon wieder gestorben sind, ohne uns an Swiss Cheese zu rächen, ein weiterer Versuch. Ja, links haben wir gerade eben einen Heavy gesehen. Der ist fett und groß, hat eine Minigun, macht damit auch ordentlich Schaden, hat viel Leben, mag ich aber persönlich nicht wirklich. Ich setze viel lieber Leute in Brand. Ja, Gegner sollten wir finden. Ich will mich rächen, ich will töten. Oh ja, ganz viel verbrennen. Wo sind sie? Ach, da liegt ein toter Demomann. Mit Schwert und Schild, die wir natürlich nicht auflesen können. Ärgerliche Sache. Ja, hier können wir nicht durch. Hier könnten wir jetzt helfen, den Wagen zu schieben. Aber das wäre zu langweilig. Lieber die direkte Konfrontation suchen und hoffen, dass wir sie finden. Ja, hier ist auch nichts. Mal sehen, was auf der anderen Seite dieses Gebäudes ist. Oh, was haben wir da? Nein, das ist einer von uns. Das ist da im Anzug eben gerade ein Spion, wie wir es vorher hatten. Mal sehen. Oh, da ist ein Demomann mit Schwert und Schild. Killen wir ihn? Versuchen es. Zumindest. Nein, er entkommt. Und wir werden von einer Sentry angegriffen, diese Teufelsmaschine. Das ist eine ähnliche Maschine wie die vom Käse von vorher, die uns gekillt hat. Na, vielleicht ist es sogar seine Maschine. Überprüfen wir das, und falls ja, so ist heilen. Falls ja, dann töten wir sie, also zerstören sie. Swiss Cheese, ich komme! Sie ist nicht da? Was ist los? Nein, nein! Swiss Cheese, du miesen Motherfucker, das kriegst du alles zurück, ich schwör's dir! Kacknoob, du! Fuck you! Ja, was haben wir da? Ganz gute Statistiken? Glaube ich ja nicht. 11 Kills und 26 Mal gestorben. Ja, wie ich sehe, sind wir ganz die Pro-Gamer da. Anul zu Swiss Cheese. Wo ist Ihre Kack-Insi? Ach, was haben wir denn da? Brenne! Los, brenne! Ach nee, das war Anna. Ach, oh, hier ist er. Wollen wir es wagen? Wollen wir? Ja, wollen wir! Los! Na! Nein. 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 Gut. Was machen wir nun? Langsam aber sicher geht mir dieser Spieler auf die Nerven. Will er wohl wissen, wie das ist, wenn man den Teufel in mir weckt? Will er sehen, was geschieht, wenn kein Engel kommt? Hä? Oh, was haben wir denn da gegenüber? Eine Sentry! Ist das er? Sag mir bitte, dass das er ist. Sag mir, dass das Swiss Cheese ist. Warte nur, du. Das war ja ein Spion. Nice! So, nun zu dir, Swiss Cheese. Bitte sei Swiss Cheese. Ach nö. Das war nicht Swiss Cheese. Egal, zwei Kills. Und jetzt noch die Sentry. Geil. Ja, ja, ihr habt den Teufel in mir geweckt. Nur hab ich, oh, ein Schatten. Und, nein, der ist nicht uns und will wohl nicht angezündet werden. Gut, weiter geht's. Probieren wir, oh, dich hab ich gesehen. Bam, fast ein One-Hit. Ach, ich liebe Feuer. Gibt nichts Schöneres, als Leute anzuzünden. Und ihr, oh, ach, Menno, den wollte ich doch anzünden. So, und jetzt schleichen wir uns von hinten an und fallen ihnen mit Feuer hinter den, nein, na. Muss denn ausgerechnet hier eine Sentry stehen? Genau dann, wenn ich komme? Na gut, immerhin war es diesmal nicht Swiss Cheese. Fast ein Moment der Freude, ein Tod mich durch den Käse.
Und wieder habe ich mich verirrt. Wie komme ich hier raus? Durch das Fenster? Nein. Hä? Wieso? Das geht gar nicht. Lol. Ich will doch noch helfen. Ich will diese verdammte Bombe sehen, wie sie mitten in der gegnerischen Base explodiert. Das gibt es ja nicht. Ah, Sackgasse, wo bin ich denn hier reingekommen? Das gibt's doch einfach nicht. Das Fenster versuchen wir es nochmal, vielleicht war... Oh, ich war unfähig. Fast in die Explosion gekommen. So, mal sehen, ob wir noch jemanden killen. Oh, ein Imsi, Und es ist die fette Anna. Gibt es doch nicht. Das darf nicht wahr sein. Wo war Swifty? Ich werde dich finden in der Rückrunde spätestens. Herzlich willkommen in der Rückrunde. Und vielleicht zu meiner Rache an Swifty. Ich bin nun rot und muss verhindern, dass die Bombe an unserer Base explodiert. Und da haben wir schon den ersten Herausforderer. So ein verdammter Dämon mit einem Holzbein. Haha, sieht ja mickrig aus. Dafür hat er ein böses Schwert. Hey, wo willst du hin? Komm zurück. Komm her. Der ist ganz schön flink für ein holzbeintragender Scheißspieler. Komm her. Das glaubt man ja nicht. Was machst du? Komm, stell dich. Ich will auch so schnell sein. Und was hat der überhaupt über dem Kopf? Ist das sein Schwert? Na toll, wenn es so weitergeht, ist die Mission durch. Und wir machen das immer noch. Ey, ich hab bald kein Feuer mehr. Komm her, du Wichser. Los. Keine Eier oder was? Werde ich vermutlich noch Albträume haben. Er hat uns ganz schön zerstört, muss man schon zugeben, ne? Was gibt es sonst noch so zu sagen? Naja, falls es euch gefallen hat und ihr ebenfalls keine Engel seid, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Würde mich freuen. Ich habe große Ziele. Und zwar ist das Ziel, 10 Abonnenten zu haben. Ein hohes Ziel, denke ich mal. Ja, also, klickt doch. Ich habe euch extra einen Button gemacht. Klickt dafür einfach auf meine Maske. Auf meinen Kopf, meine ich. Klickt. Los. Ist nichts Schlimmes. Einfach klicken. Ach, komm schon. Es fügt dir keine Schmerzen zu? Bitte, ich hab doch so schöne Augen. Oder bist du etwa Schweizer? Ach, na los. Tu jetzt nicht so. Ja? 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 Doch nicht. Naja, was soll's.
gibt Schlimmeres. Dann bis zum nächsten Mal.